Ich musste in so ein Hotel in der Mühlenstraße 61 in Berlin und mein Zugticket ging aus irgendeinem Grund bis zum Berliner Ostbahnhof, wo ich mir die Frage gestellt habe, warum nicht bis zum Hauptbahnhof? Ist doch näher dran, also bin ich einfach Hauptbahnhof ausgestiegen, hab mir ein Uber zur Mühlenstraße 61 genommen und bin dann 15 Euro später bei der Mühlenstraße 61 ausgestiegen. Was stelle ich dann fest? Das da sieht nicht wirklich aus wie ein Hotel? Ich bin verwirrt, ich check nochmal die Adresse und in Berlin gibt's einfach mal zwei Mühlenstraßen. Ich rufe sofort noch einen Uber und der ist erstmal verwirrt, warum ich von der Mühlenstraße 61 zur Mühlenstraße 61 will. Ruft mich dabei mehrmals an und ich gehe mal ran und bin dann so: Hallo? Hallo? Bis er das Ding dann einfach aus Verwirrtheit storniert hat. Glücklicherweise hatte der zweite Uber schon 14.222 Fahrten hinter sich. War schon 4 Jahre im Berliner Straßennetz unterwegs. Er war Profi, hat er auch gesagt. Weißt du, wie oft es die Berliner Straße in Berlin gibt? 10 Mal! 40 Minuten zu spät kam ich dann beim Hotel an, um dann festzustellen, dass dieser direkt beim Berliner Ostbahnhof liegt. Also da, wo mein Zugticket ursprünglich hingeführt hat. Gibt es dämlichere Weisen, 30 Euro aus dem Fenster zu schmeißen?